Und mit Blick auf das Wahrzeichen von Hewis machen wir uns heute auf die Tour und wir gehen als erst. Hier haben wir das Gemeindehaus. Wir gehen hier lang. Alles geradeaus. Viel Spaß! Kurz nach 9, Temperatur knapp 12 Grad. So, zuerst laufen wir alles jetzt hier geradeaus zum Fußballstadion und dann in den Wald und dort gibt es eine neue Plattform, eine Aussichtsplattform, die schauen wir uns an. Hier sind wir früher viel runtergelaufen. Oh ja, das ist bekannt. Und hier die Minigolfanlage. So, und wir sind jetzt von der Kirche, die ganz vorne ist, bis hier zum Stadion gelaufen und wir gehen jetzt hier in den Wald rein. Genau, hier rein. Sobald jetzt. Ab in die Natur. Schauen wir mal, wo dieser Aussichtspunkt ist, der neue.
werfen wir kurz einen Blick auf das Fußballstadion. Jetzt gehen wir hier rechts, dann sollte man direkt zur Plattform kommen. Dahin wollen wir. Und hier sind wir. Das haben Sie gut gemacht, eine kleine Flüsterbank wie im Stirnberg. Wer sich erinnert. Und hier sieht man weit. Unten den See, den Thermalsee. Hier ginge die Straße Richtung Balaton. Nicht schlecht. Schöne Wolken. So, und jetzt gehen wir mal Richtung See runter. Welchen Weg nehmen wir? Wo geht dieser hin? Kurz schauen, genau, dort gehen wir runter.
Und ich musste wieder wenden, das ist eine Sackgasse. Da geht es direkt ins Hotel. Aber nicht die Gäste, Anlieferung, sondern Getränke und Wäscherei. Und zum Bügeln hatte ich nichts dabei, also rechts umkehrt. Hier geradeaus und dann links runter Richtung See. Und hier vorne 100 Meter rechts, da sind wir runtergekommen. Hotel Spa Hewis. So, und hier sind wir bei einem der Haupteingänge. Beim richtigen Haupteingang laufen wir heute nicht vorbei, ein andermal. Wir gehen jetzt um den See rum.
sogar noch ein Pedalo. Was es nicht alles gibt. Ja? Diese Straße geht Richtung Balaton. Und hier rechts waren wir vorhin beim Eingang. Dann haben wir hier den Haupteingang in der Mitte. Und hinter diesem Gebäude ist noch der Eingang beim Busbahnhof. Aber der wird ja gerade umgebaut. Den Weg hier haben sie auch neu gemacht. Verbreitet, schön mit Steinen ausgelegt. War früher hier auch nur so ein knapp 2 Meter breiter Waldweg. Und wir laufen oben den See. Der ist einiges kürzer als der zu Hause. Und hier sollten wir das dampfende Thermalwasser ablaufen sehen. Mal schauen. Kein Dampf, gestern war noch. Und hier vorne sind wir bereits bei der Baustelle, Bushaltestelle oder Busbahnhof, wie man möchte.
Hier halten normalerweise die Busse und dann kann man direkt hier rein ins Thermalbad. Dreistündige Seniorenkarte 3300. Dreistündige Eintrittskarte normal 3800. Okay. Ein Teil einer Eisenbahn. Jetzt hier vorne wieder links rauf und wir kommen wieder zur Kirche, wo wir gestartet sind. Damit haben wir unsere Tour bereits beendet. Hier oben sind wir gestartet. Hier nach vorne, in den Wald, runter, um den See. Hier wieder nach vorne und hier sind wir. Damit sage ich mit Blick wieder auf die Kirche. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bleibt gesund. Lasst euch nicht überfahren. Bye bye.